Hallo zusammen, I'm your vlog Dave, and as you can see, this is a rather special video. It's a new episode of my Learn German with Video Game series. This time, it's time for MediEvil, and Sir Daniel Fortesque, the coolest skeleton that you'll ever meet in your whole entire life. He is awesome, so might be this demo. I don't know, because, well, these are the first two levels of the new MediEvil PS4 release that's gonna be published, I think, on October 25th, so next month, not too long in the future. I've already pre-ordered that one, and I can't wait to play this demo with you guys, because this is sort of a German listening practice, a German lesson for you as well. Not with subtitles, because that would be way too much to subtitle. Hope you don't mind and you understand. But if you understand some German, or if you just want to hear some German guy talk and, well, say something about MediEvil and what he thinks about the game, what he sees there and stuff like that, feel free to join me. This will also be uploaded to my German Let's Play channel, Dave Dern TV, and pretty certainly I will also make and record a whole Let's Play of this game once it's released. Can't wait to play the short-lived demo of the MediEvil PS4 remaster with you now, so let's go for it. Vor langer, langer Zeit lebte im Königreich Galormir ein Zauberer namens Zarok. Dieser arrogante, herzlose Mann hasste seine Mitbürger und ihr einfaches, friedvolles Leben. Und so beschwor er eine Dämonenarmee, um das ganze Reich für sich zu erobern. Der beste Krieger des Königs, Sir Daniel Fortesque, führte die Streitkräfte in der Schlacht gegen die unheiligen Horden an. Noch heute erzählen Lieder von seinem mutigen Ansturm, wie die Dämonenscharen vor ihm fielen wie Fliegen und wie er trotz tödlicher Verletzungen den Zauberer mit allerletzter Kraft vernichtete. An diesem Tage ging Fortesque als Held von Galormir in die Geschichte ein. Und eine Zeit des Friedens begann, die 100 Jahre andauerte. Doch der Zauberer kehrte zurück. Schön vorgelesen, wie ich finde. Gefällt mir schon mal gut. Im Original war es leider ein bisschen leise, da ist die Stimme leider ein bisschen untergegangen, aber hier war es echt super. Thank you.
Hat einer der lästigen Kobolde eure Sachen gestohlen? Dann schaut beim örtlichen Gargoyle-Händler vorbei. Sie scheinen rein zufällig immer Ersatz parat zu haben. Ja, nochmal willkommen zu MediEvil. Ich freue mich gerade einfach nur sehr. Und ich gehe mal eben kurz in die Optionen rein, damit hier nichts weiterläuft. Wow. Ich hatte gerade während des Intros tatsächlich Gänsehaut. Natürlich gab es ein paar Änderungen zum Original, ist ja auch okay. Und wäre eigentlich auch schade, wenn es nicht so wäre. Zum Beispiel die Hand, die man am Ende gesehen hat, die nach dem Vogel gegriffen hat, die war im Original-Intro so nicht zu sehen. Und im Ganzen sieht es natürlich etwas comic-lastiger aus, wenn man es so nennen kann. Macht richtig, richtig Spaß. Ich fühle mich gerade wieder sehr in meine Kindheit hineinversetzt. Es wäre unfair, die Wirkung des Intros auf mich mit der Wirkung von damals zu vergleichen, weil ich als Kind tatsächlich vor dem Intro ziemlich Angst hatte. Das hat mir schon Unbehagen bereitet, möchte ich sagen. Und hier, selbst hier in diesem neuen Intro, überkommt es mich einfach in dem Sinne, dass ich wirklich eine Gänsehaut bekomme. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Allein auch die live eingespielte Musik im Vergleich zum Vorgänger, die, also im Vergleich zum Original meine ich natürlich, die auch damals schon sehr, sehr geil klang, aber hier natürlich nochmal etwas enormer, etwas realistischer klingt, wenn man es so will. Meine ich jetzt gar nicht mal wertend, einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen nahbarer einfach und ein bisschen zeitgemäßer. Damals hatte man vielleicht auch noch nicht die finanziellen Mittel, die sich jetzt im Laufe der Jahre ergeben haben. Auch ein neues Studio ist hier dran beteiligt gewesen. Und was mir übrigens gar nichts sagt, also das kenne ich gar nicht. Ich bin sehr gespannt. Other Ocean Interactive. Ja, in diesem Demo können wir die ersten beiden Level spielen, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich muss die Musik nochmal eben kurz leiser machen. Für mich persönlich. So. Ach schön. Ja. Ich würde sagen, wir verlieren auch keine weitere Zeit. Ich könnte noch so viel mehr zu diesem Spiel erzählen. Das werde ich allerdings alles dann in einem Let's Play hierzu auch machen. Also dann ein neues Spiel. Ach, die Originallache. Geil. Yes.
Und das Grinsen, da war es wieder. Dan Skripta. Raus aus den Federn, Dan. Ihr habt anscheinend eine zweite Chance für diese ganze Heldensache bekommen. Und noch irgendwas anderes stand da. Sir Daniel Fortesque. Er ist auferstanden. Der Held von Gallimere, der in der ersten Runde auf die Nase fiel. Im Nebel der Geschichte wurde der Verlierer zum großen Retter erhoben. Aber wir kennen die Wahrheit. Lasst ihn in Ruhe. Das Schicksal hat ihm eine zweite Chance gegeben. Eine Chance, die Schmach zu vergessen, Zarok zu besiegen und der Legende gerecht zu werden. Wir wünschen ihm Glück. Okay, ich bin gerade etwas überrascht, irritiert, wie auch immer. Denn das waren die Originalstimmen aus dem ersten, also aus dem Original MediEvil von 1998. Oder sie wurden neu aufgenommen von exakt demselben Sprecher, aber ich glaube nicht, das war dasselbe, dieselbe Stimmdatei sozusagen, dieselbe Stimmaufnahme. So, nähere dich einem Buch, genau, wir können hier ein paar Sachen lesen. Gefällt mir alles schon sehr, sehr gut, auch das Leuchten hier bei den Büchern. Das, was gerade angewählt ist hier übrigens, das sehen wir mit diesem Lichtsymbol. Das gab es im Original auch schon, aber hier ist es wesentlich stärker erkennbar, finde ich. Ein bisschen Geld. Da haben wir eine Lebensflasche gefunden, die seht ihr jetzt links oben. So sieht unsere Anzeige also aus, okay. Mhm. Also so geht Dan. Und Doppelklick nach vorne lässt ihn also laufen. Okay. Ha. Da haben wir die Sternrune gefunden, mit der wir gleich auch die Tür öffnen können. Ich muss erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Okay. Also mit X können wir springen. Ich habe mir gerade mit Viereck den Arm ausgerissen. Mit Dreieck, mit Kreis kann ich den werfen. Und mit Dreieck kann ich anscheinend, wenn ihr links oben schaut, die Waffe schnell wechseln. Okay, also leicht anders als im Original. Da haben wir ein Schild gefunden. Okay, die Kamera ist etwas invertiert. Das heißt, wenn ich nach oben steuere, geht die Kamera nach unten. Beziehungsweise nein, eigentlich, wenn ich nach oben steuere, geht die Kamera nach oben. Also ist es nicht invertiert. In dem Sinne. Mhm. Was haben wir da? Wurfdolche. Mhm. Wir fangen, glaube ich, hier vorne mal an zu lesen, würde ich sagen. Ihr müsst außer Form sein nach 100 Jahren faulem Herumliegen. Benutzt die Krypta, um eure zweite Chance in Angriff zu nehmen. Finde ich eigentlich gar nicht mal schlecht, dass hier jetzt hier eine Erzählerin dabei ist. Generell finde ich das relativ selten. Wenn man einen Erzähler bei Spielen oder bei solchen Sachen vorfindet, dann ist es doch meistens ein Mann, würde ich sagen. Und ich finde es irgendwie super, dass das hier eine Frau ist. Und alles sieht sehr, verloren aus hier, lange nicht besucht worden, sehr verfallen. Wesentlich mehr als im Original. Wenn ihr die Krypta verlassen möchtet, findet ihr am Ende der Halle einen Ausgang. Zum Öffnen der Tore müsst ihr einen Runenstein finden und ihn in die kunstvolle Hand neben dem Tor legen. Mhm. Okay. In ganz Gallimere findet ihr Lebensflaschen,
Sie enthalten dieselbe Magie, die euch aus eurem Schlummer weckte, und holen euch erneut von den Toten zurück. Ist eure Gesundheit niedrig? Nutzt eine Flasche, um euch Linderung zu verschaffen, und füllt sie auf, wann immer ihr könnt. Ja. Ich muss sagen, ich mag das sehr. Ich hatte im Intro gerade gedacht, eigentlich wäre das perfekt gewesen auch für Franziska Bigulla, weil die so eine tiefe, dunkle Stimme hatte. Leider ist sie ja nicht mehr unter uns. Ist, glaube ich, am Anfang, ich glaube, wann war das? Im Januar oder im Februar diesen Jahres gestorben? Leider, leider. Eine sehr begnadete deutsche Synchronsprecherin. Kennt ihr auch alle? Manche Waffen haben außergewöhnliche Kräfte und Fähigkeiten. Probiert sie alle aus, um die sekundären Fähigkeiten kennenzulernen. Manche werden sofort ausgeführt. Andere müssen für ihr volles Potenzial erst einen Moment aufgeladen werden. Mhm. Ich schau gerade mal eben, was die Schultertasten machen. Okay, mit R1 kann ich mich hinknien, beziehungsweise blocken. R2 macht anscheinend nichts. L2 zentriert die Kamera an Dan heran. Das ist natürlich auch geil. Gerade wenn man vielleicht irgendwas zeigen möchte, bietet sich das sicherlich an. Kann ich hier wieder zurückgehen? Auch das ist komplett neu. Das ist komplett neu. Das fand ich, das finde ich richtig cool. Dass man hier jetzt wieder hin kann. Und hier ist sogar noch... Oh. Okay. Ah, da haben wir den Helm. Warte bitte. Ja, ich warte gerne. Das ist ein exklusives Item, was wir hier durch diese Demo finden konnten, soweit ich weiß. Und die können wir dann später auch im Spiel nutzen. Ja. Dann lad den halt. Okay. Gut. Da haben wir Geld gefunden. Es reicht also auch, wenn ich einfach nur quasi auf die Kisten zugehe. Und dann öffnen sie sich auch. Kann ich hier noch irgendwas mitmachen? Auch ein sehr, sehr cooles Bild da oben. Mit diesen ganzen Spinnweben und so. Boah. Ach, die Musik ist auch wieder schön. Wir können nochmal mit den Gargoyles sprechen. Ich möchte mal eben kurz unser Menü schauen. Okay, Kupferschild. Mhm. Da ist der Helm. Ah ja. Okay. Dan ist gerade der Kamera so ein bisschen gefolgt. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. So, ich wollte aber eigentlich schauen. Gellomir-Buch, okay. Ah, ich glaube, das ist tatsächlich eine Inspiration von Medieval Resurrection, die hier eingebaut wurde, die es im Original so auch nicht gab. Es gibt zwar hinterher im schlafenden Dorf die Möglichkeit, dort etwas über die Dorfesgeschichte oder über Gellomir im Ganzen zu erfahren, aber sowas gab es im Original in dem Sinne nicht. Sternrune. Was haben wir hier? Kupferschild. Sieht auch irgendwie sehr, sehr cool aus. Sehr, wirklich auch, ja, sehr kupfern. Klingt doof, wenn man das jetzt so sagt, weil, ne, sollte so, schon so aussehen als Kupferschild. Aber wesentlich plastischer, könnte man vielleicht sagen, als im Original, wo es ja einfach nur Grafiken waren. Schrift gefällt mir auch sehr gut, passt sehr gut hierzu. Würde aber eigentlich ganz gerne... Mal schauen. Kann ich die Steuerung ändern? Geht das? Farbenblindheit, Kamera invertieren. Machen wir mal aus. Mehr will ich eigentlich gar nicht. Ja, das gefällt mir schon besser. Alle gefundenen Schätze erhöhen euer Gesamtvermögen. Mit den Münzen könnt ihr Objekte von den gierigen Gargoyle-Händlern kaufen. Ach, ich mag das. Doch, also erster Eindruck bisher, muss ich sagen, sehr, sehr, sehr gut. Da hinten waren wir noch nicht.
Dann dackel mal dahin, Dan. Es sieht auch einfach super aus. Das Wasser? Früher, vor einigen Jahren, gar nicht mal so lange her, wurde ja vor allem Wasser als Indikator dafür benutzt, wie realistisch ein Spiel aussieht oder wie gut die Grafik eines Spiels ist. Auch hier solche Details zum Beispiel. Sieht man hier vorne ganz gut, dass das Wasser an den Gitterstäben hier ein wenig entlang, ja, rauscht, will ich nicht sagen, aber... Und dann hier entsprechend zur anderen Richtung, zur Flussrichtung quasi, entlang strömt. Huch. Okay, interessant, Dan. Sehr interessant. Aber das Wasser passt natürlich hier zu diesem comichaften Look, wenn man so will. Auf euren Reisen durch Galomir werdet ihr viele Objekte sammeln. Öffnet euer Inventar, um sie anzusehen oder zu verwenden. Dort findet ihr auch das Galomir-Buch, in dem alle Wesen verzeichnet werden, denen ihr begegnet. Es enthält Weisheiten, wie sie nur eine körperlose Stimme zu erkennen vermag. Ja, und entsprechend der Änderungen, die es hier so gibt, hier übrigens nochmal der, ups, der Helm in Nahaufnahme mit einem Riss drin und hinten ist, glaube ich, ein Symbol drauf. Ne, auch ein Loch. Finde ich sehr cool, allein die Idee, dass sie ihm quasi den Helm als, ja, als Erinnerung mit in sein Grab gelegt haben, weil er ja diesen Heldenstatus hat, den er nicht wirklich innehat, wenn man die Geschichte ein wenig kennt, aber dazu dann zu gegebener Zeit etwas mehr. Was haben wir hier noch für Symbole? Ihr merkt schon, ich schaue mich immer sehr, sehr gerne um. Das ist so meine Spielweise. Ich bin niemand, der jetzt durch so ein Spiel durchrusht. Ich lasse mir sehr, sehr, sehr gerne Zeit, vor allem, wenn man es wie hier durchaus auch gut machen kann, weil es einfach viele Details zu sehen gibt. Das hier auch sehr ans Original angelegt, diese Fresken hier oben. Das heißt, wenn euch das stören sollte, dass ich hier sehr lange verharre, dann ist das leider euer Problem und nicht meins. Denn das tue ich mal ganz gerne und davon werde ich mich auch nicht abbringen lassen. Ach, dieser Bodennebel. Sehr, sehr, sehr cool. Mag ich sehr. Jetzt holen wir uns natürlich auch noch das Schwert. Ich meine, die Steuerung ist übrigens tatsächlich anders als im Original. Im Original konnten wir auch zwischen, ich glaube, zwei oder drei verschiedenen Steuerungseinstellungen wählen. Also Presets, die schon voreingestellt waren. Und hier habe ich auch gar nicht den Drang, irgendwas zu ändern, weil X ist für mich tatsächlich in vielen Spielen einfach springen. Das passt schon ganz gut. Okay, mit Kreis kann ich das Schwert aufladen. Mit Viereck beziehungsweise Quadrat kann ich einfach dann schlagen. Genau, und mit Dreieck, seht ihr links oben jetzt, kann ich dann auch mit einem Schnellzugriff die Waffe wechseln. Auch das gab es im Original so nicht. Da musste man tatsächlich immer ins Menü gehen, wenn mich nicht alles täuscht. So, jetzt verlassen wir hier diesen Ort. Aber bevor wir das tun, möchte ich noch eine Sache mal eben nachschauen. Und ich glaube... Na, geht es noch? Früher konnte man so ein bisschen tricksen, aber ich glaube, hier geht das nicht. Nein. Früher konnte man bei der PlayStation 1 Version hier ein wenig durch Clipping sehen, dass eventuell hinter ein geheimer Raum ist. Ich weiß nicht, ob es noch so der Fall ist, aber es sieht mir fast danach aus, weil die Steine hier ein wenig heller sind und das ein bisschen hervorgehoben ist. Und als weiteres Detail vielleicht auch noch, was es andeuten könnte, ist, dass hier diese Fackel aus ist und alle anderen hier brennen. Hm. So, das hier, boah. Huch, nein, ich will das Buch nicht lesen. Geil. Sieht fast aus wie heller Tag, aber ich glaube, das ist es gar nicht, das ist Mondlicht. Hinten übrigens, das vielleicht gerade noch als Anekdote, als Anmerkung. Hier sehen wir auch noch ein Tor. Das gab es in dem Sinne im Original natürlich auch so nicht, dass das hier zumindest sichtbar war. Denn hier in diesem Bereich konnte man, wie gesagt, damals noch nicht rein. Das kam, glaube ich, auch erst in MediEvil Resurrection im PSP Remake. Aber man kann hier auch nicht hoch. Nein. Okay. Wir sprechen noch mal kurz mit den Gargoyles. Sir Daniel
Achso, okay. Sie erzählen uns quasi nur dasselbe. Man kann sich das also mehrfach anhören. Auch nicht schlecht. Hier oben haben wir auch noch einen. Beziehungsweise, nee, kein Gargoyle, aber ein Konterfei von uns auf einem Schild. Also ich benutze es doch schon ganz gerne, merke ich jetzt hier gerade, diese Ansicht. Mit L2. Gefällt mir. Aber jetzt verlassen wir die Krypta und betreten den Friedhof. Verfolgt Zaroks Spur auf seiner teuflischen Odyssee durch Gallowmere. Die Ausgänge aus seinem Bereich findet ihr anhand seiner stinkenden Spur aus Zauberschleim. Oh ja, ich mag die Sprecherin auch sehr, muss ich sagen. Also doch, bin ich sehr angetan. Ich war mir sowieso nicht sicher, ob es in dieser Demo auch schon eine deutsche Sprachausgabe geben würde. Das ist ja so der Fall, finde ich sehr, sehr schön. Also bis jetzt, ja, Ersteindruck sehr, sehr gelungen. Und unten links das Symbol kennen wir auch noch aus dem Original. Wir können die Kamera hier nicht drehen. Generell bin ich sehr neugierig darauf, auch im weiteren Spielverlauf, wenn die Vollversion dann Ende Oktober, am 25. Oktober übrigens erscheint, habe ich auch alle schon vorbestellt natürlich. Generell bin ich gespannt, wie viel sie aus dem Original übernommen haben, was sie neu eingebaut haben, was sie vielleicht auch aus MediEvil Resurrection mit übernommen haben, was es im Original in dem Sinne dann so nicht gab. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, ich weiß nicht, ob es realistisch ist, dass auch MediEvil 2 eine Remaster-Version erfahren könnte. Würde mich auch sehr freuen. So. Hat einer der lästigen Kobolde... Okay. Das ist die Karte. Ach, schön. Schön. Okay, das ist der Friedhof, genau. Man sieht auch schon so ganz, ganz, ganz leicht, ganz rechts schon was... angelehnt. Schön. Also, das Konzept der alten Karte wurde im Prinzip beibehalten. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ah. Take your first steps as a hero and slay some helpless zombies. They may seem cranky, but they just woke up from a nice long nap. Ja. So ist es. Die wurden halt von einem langen Schlaf aufgeweckt und deswegen sind sie halt so ein bisschen grantig. Ah. Ach, es geht schon los. Was ich mich auch immer gefragt habe, ist, wir starten ja hier immer am Tor, auch das ist im Original natürlich so. Ist Dan Scripter in einem eigenen Bereich des Friedhofs, also der speziell für besondere so Gruften oder sowas zum Beispiel festgelegt wurde oder so? Ich weiß es nicht. Ich mag die Bäume. Ach, ist das schön. Ach, die Musik. Ich glaube halt einfach mal, ich bin einfach mal kurz still und lasse die Musik ein bisschen auf euch und mich wirken. Schön. Einfach nur schön. Ich kann mich nur wiederholen, das tue ich aber in diesem Fall wirklich sehr, sehr gerne. Er sieht leicht unbeholfen aus, wenn er so nach vorne joggt. Ich würde es gar nicht mal Rennen nennen, aber ja. Hat irgendwie was. Hui. Okay, das ging schnell. Und die Seelen steigen auch sehr schön nach oben. Ah, und fliegen tatsächlich. Man kann es richtig gut sehen jetzt hier. Da hinten fliegt sie noch. Zum Seelenkelch. Geil. Willkommen zurück in eurem geliebten Gallowmere. Die stinkenden Toten haben sich zum Tanz mit den leblosen Lebenden erhoben und sie wollen es über eurem Leichnam tun.
Also wie gesagt, die Texte ein wenig abgeändert, ist aber gar nicht mal schlimm. So, jetzt würde mich eine Sache interessieren. Hand, bleib mal bitte stehen. Nein, wir können nicht unseren Kopf draufstecken, wie es im zweiten Teil dann ging. Ich dachte, vielleicht haben sie das hier auch eingebaut, aber dann hätten sie auch einige andere Sachen natürlich dementsprechend ändern können und müssen. Boah, auch der Mond. Ja, hi. Wow. Die sind doch ein bisschen flinker als im Original, würde ich sagen, auf den letzten Metern. Ganz früher als Kind habe ich übrigens gedacht, dass das hier unsere Gruft wäre, unser Grufteingang. So. Schon einiges an Energie eingebüßt, wie man oben links sehen kann. Ja, May. Die Kamera ist recht nah an ihm dran. Also näher als damals, würde ich gestehen. Oder zugestehen, sozusagen. Auch hier sieht man so ein bisschen mehr auch alles, was um den Friedhof herum ist. Da hinten zum Beispiel auch mit den Häusern im Hintergrund. Und wie wir eben gesehen haben, als ich zurückgeblickt habe, wir starten tatsächlich da, wo anscheinend auch ein Teil der Stadt zugänglich ist. Sehr interessant. So. Das kleine Licht, das euch folgt, ist ein Irrlicht. Die Helden der Halle sollen sich nicht in das Leben der Sterblichen einmischen. Aber als sie hörten, dass Sir Daniel Fortesque eine zweite Chance erhält, da entschlossen sie sich, euch beim räumlichen Sehen zu unterstützen. Es umkreist Gegner, was euch beim Zielen mit Fernangriffen hilft, zeigt euch aber auch, wenn ihr etwas näher untersuchen solltet. Mhm. Okay. Interessant, dass das hier explizit erwähnt wird. Quasi so unser kleiner Sparks, wenn man so will. Nur nicht als Libelle, sondern als Irrlichtern. Finde ich sehr, sehr cool. Auch dass man so kleine Details wirklich dann auch erklärt, finde ich sehr, sehr löblich. Ach, die kann ich auch aufladen. Interessant. Ziehen aber tatsächlich nicht viel ab. Okay. Ich glaube, ich wechsle doch lieber wieder zum Schwert. Und für die hier ist tatsächlich, habe ich den Eindruck, der Quadratangriff sozusagen, der einfache Schwertangriff, effektiver. Jetzt füllt sich unsere Energie wieder auf. Nicht ganz versiegt, aber schwächer geworden. Lasst euch nicht von Zombies unterkriegen. Versorgt Wunden, indem ihr in diesen Jungbrunnen steigt. Jo, das machen wir. Da früher oder später müssen wir der Erzählerin einen Namen geben. Der Angriff ist wesentlich effektiver bei denen. Manchmal kann es nützlich sein, die Welt aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Nehmt euch ab und an etwas Zeit, um die Schönheit von Gallowmere zu genießen. Haltet euer Auge nach interessanten Details offen. Damit wird natürlich auch auf verschiedene Spielmechaniken angespielt. Genau, die Dancam. Die habe ich damals tatsächlich, das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen gruselig fast schon. Ich hab die damals in meinem Let's Play, glaube ich, tatsächlich Dancam getauft. Die hatte, glaube ich, noch gar keinen Namen. Die wurde nicht irgendwie erwähnt oder so. Ich habe die Dancam getauft. Und ja, jetzt irgendwie wurde sie anscheinend hier offiziell so benannt. Also
ja, ich meine, es ist naheliegend, dass man es Dancam nennt, aber finde ich halt echt voll geil, irgendwie so als kleine Anekdote am Rande. Was haben wir hier noch? Ja, also es reicht einfach, wenn wir auf die Kisten zugehen. Das heißt, Dan rennt entweder, wenn wir doppelklicken. Na? Weiß er denn, er ist irgendwie ein bisschen im Gras anscheinend. Glaube ich zumindest, dass er dann rennt. Oder aber, wenn wir es gedrückt halten. Was ist das hier? Sieht aus wie ein Bereich, in dem wir auch noch kommen könnten. Zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht. Interessant. Ha, auch das wäre dann neu. Oh. Scheiße. Okay. Das war heftig. Scheibenkleister. Na? Aber man bekommt auch wirklich klares Feedback, wenn man drin steht. Und jetzt ist sie fast versiegt, noch nicht ganz. Sollte vielleicht mal mehr mit dem Blocken arbeiten. Tue ich aber in den seltensten Fällen. Er saß, wie geil ist das denn? Das ist auch der aus dem Intro. Cool. Ich mag so eine Details. Sieht alles tatsächlich etwas heller aus, wie er einfach sitzt und sich entspannt. Oben rechts sehen wir die Prozentangabe der Seelen, wie viel wir noch brauchen, wie viel wir schon haben. Für den Seelenkelch brauchen wir natürlich 100%. Da sehen wir auch den Seelenkelch. Andere Farbe diesmal als damals. Dieses Objekt hier ist der Kelch. Mit jedem erledigten Gegner, der eine Seele besitzt, füllt sich der Kelch ein wenig. Füllt ihn und sammelt ihn dann ein. Dann seid ihr würdig, im heiligen Heldensaal eine neue Waffe zu erhalten. In jeder Region von Galomir befindet sich ein Kelch. Sie alle sind versteckt oder gut bewacht. Nur ein wahrer Held kann sie alle bergen. Mhm. Fast wortgleich ein Zitat aus dem ersten Teil, das Ende hier. Im Original war es, nur ein wahrer Held kann sie alle sammeln. Warum konnte ich mir das merken? Weil es für mich immer so ein bisschen nach Pokémon klang. Aber ja, auch da als kleine Anekdote, das nur am Rande erwähnt. Tagstatue. Oh. Geil. Da oben sehen wir sie schon rumlurken. Genau, hier kommen wir jetzt natürlich noch nicht rein. Zu einem späteren Zeitpunkt aber. Die Welt der Lebenden liegt jenseits dieser Schädeltore. Der Meister des Bergmausoleums, der Buntglasdämon, besitzt den Schädelschlüssel. Das finde ich tatsächlich ein bisschen merkwürdig, muss ich gestehen. Warum behält man nicht einfach den Namen Glasdämon bei? Also warum muss es ein Buntglasdämon sein? Ist das ein Unterschied bei den Dämonen vielleicht, dass es irgendwie, es gibt die Glasdämonen, Mattglasdämonen, da gibt es die Leuchtglasdämonen, die Reflektglasdämonen, die handgeblasenen Glasdämonen und natürlich auch die Buntglasdämonen und noch viel, viel mehr. Das steckt wahrscheinlich dahinter. So. Ich glaube, ein, zwei Zombies brauchen wir noch, dann war es das. Das sieht sehr interessant aus, als wenn man sich hier dass man hier vielleicht irgendwie später ein Feuer entfachen könnte, wäre jetzt meine Idee.
dass man dadurch vielleicht irgendwas anderes freischaltet oder so? Oder ist es einfach nur wirklich Zierde? Das kann natürlich auch gut sein. So, Dancam, dann zeig mal. Was haben wir denn hier? Auch das, diese Details, auch die Wolken da oben und so. Und dieser Wind, der hier bläst. Schön. Ah, da ist das Bergmaus. Ah, da ist das Bergmausoleum. Auch das ist sehr, sehr cool, dass man das jetzt wirklich auch so sehen kann, dass hier eine Verbindung besteht. Das ist alles, wie gesagt, ein bisschen nahbarer, würde ich jetzt mal formulieren. Gefällt mir sehr, sehr gut. Man sieht halt wirklich mehr, wie alles miteinander verbunden ist. So, jetzt möchte ich mal schauen, ob wir hier immer noch... Ja. Das hier haben. Ich frage mich irgendwo auch, ist es hinterher wohl so, dass man das, wenn man die Demo gespielt hat, dass man das, was man eingesammelt hat, ungeachtet des Helms, dass man das auch fürs weitere Spiel behalten kann? Also das Geld jetzt zum Beispiel, was ich jetzt eingesammelt habe? Ich weiß es nicht. Trivia übrigens am Rande. Das, was ich jetzt gerade gemacht habe, das mache ich eigentlich nie, weil ich immer sonst erst da oben das Tor öffne und dann später erst hier wieder hochgehe. Also ich gehe hier eigentlich nie runter. So. Machen wir das doch vielleicht auch mal eben. Gehen wir mal eben zum Engel. Denn wir können ja auch jetzt den Seelenkelch einsammeln. Na, Dan, lauf mal so ein bisschen. Joggedy jog jog. Sehr gut. Ich glaube zwar nicht, dass wir jetzt noch in den Heldensaal kommen im Rahmen der Demo, aber wer weiß. So, hier möchte ich jetzt gerne hin. Wow. Vielleicht kriege ich auch irgendein Achievement dafür, wenn ich jeden einzelnen Grabstein auf dem Friedhof zerstöre. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Das wäre so ein richtig makaberes Achievement, aber möglich ist es. Ich habe auch gerade eben übrigens eine weitere Energieflasche eingesammelt. Finde ich sehr sinnvoll, dass man die beiden ersten Level übrigens hier genommen hat. Hab gerade so ein bisschen versucht, aus der Dancam herauszukämpfen und euch das so ein bisschen näher zu zeigen, aber hat nur so halbwegs gut funktioniert. Und hier haben wir einen Händler. Cool. Der nicht mit uns spricht, aber so ein bisschen lebendiger ist auf jeden Fall. Ah, und da wir ihn jetzt kennengelernt haben, verstehe, haben wir jetzt auch einen neuen Eintrag. Boah, cool. Sieht alles sehr verwunschen aus, durch die Farbgebung auch, mit diesem Lila. Alter, die sind aber richtig, ganz schön schnell. Im Vergleich zu damals. Huch. Ja. Jetzt bin ich gerade tatsächlich aus Versehen auf Dreieck gekommen. Da muss man tatsächlich ein bisschen mehr jetzt drauf achten. Finde ich, dass man das nicht mal aus Versehen vielleicht irgendwie, wenn man was anderes gerade machen will, dass man da drauf kommt. So. Ach, ihr Schlurfis. Haben sie aber schön hinbekommen im Sinne von, die sehen lustig aus, sind aber trotzdem nicht ungefährlich. Also das haben sie ganz gut gemacht, auch mit den Augen vor allem. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde so generell, für mich gab es immer so eine kleine Diskrepanz zwischen zwischen dem Anfangsvideo, dem Intro, was wir eben gesehen haben, wo Zarok quasi vorgestellt wurde und was er da gemacht hat, und dem eigentlichen Spiel, weil ich fand, es gab hier immer, das Spiel war immer wesentlich humorvoller gestaltet als das Intro. Das Intro fand ich relativ ernst tatsächlich im Vergleich, also damals, vor allem im Original. Denn du darfst ruhig durch das Wasser gehen.
Ah, noch ein Kupferschild. Lanscht ruhig etwas im flachen Wasser herum. Aber wagt lieber keinen Schwimmversuch. Denn für jene von totem Gemüt kann der Auftrieb ein Problem sein. Ach, das muss ich wirklich sagen, das mag ich sehr, dass das jetzt immer so ein bisschen erzählt wird. Das gibt dem Ganzen einfach auch nochmal mehr, wie soll ich sagen, so einen Legendencharakter. Das klingt jetzt irgendwie echt doof, das so zu beschreiben, aber das klingt, also es gibt dem Ganzen so ein bisschen noch so mehr so einen Märchencharakter vielleicht irgendwie, so Märchen, Legenden, Mythen, so ein Mythos-Charakter irgendwie, so, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich damit meine, aber das mag ich. Das mag ich. Also zumindest für mich passt das so. Genau. Ja, und ich würde sagen, ich weiß nicht, ob jetzt noch irgendwie groß was kommt oder nur irgendwie Credits oder man zurück auf den Startbildschirm geworfen wird. Ich danke fürs Zusehen, sage ich einfach schon mal. Ich hoffe, euch hat diese kleine Demo hier gefallen. Mir auf jeden Fall sehr. Ich freue mich schon extrem auf das Spiel. Werde ein Let's Play dazu machen auf diesem Kanal Dave Dern TV. Beziehungsweise für die Leute, die das hier gerade bei Vlog Dave sehen. Ich werde dazu ein Let's Play auf dem Dave Dern TV Kanal machen. Meinem deutschsprachigen Let's Play Kanal. Denn ich werde dieses Video auch auf Vlog Dave hochladen. Quasi als kleine Deutschstunde. Ja, sehr, sehr cool. Ich freue mich extrem. MediEvil ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele überhaupt. Nicht nur für die PlayStation 1, sondern generell wegen so vieler Faktoren. Und das ist einfach so schön. Ach, ich mag das. So, ich würde sagen, quatsch noch mal kurz vielleicht mit ihm. Vorsicht! Hinter diesen Toren wartet Zarok und hackt mit den Dämonen aus dem Mausoleum bereits die übelsten Pläne aus. Ein kleiner Niemand sollte sich schleunigst aus dem Staub machen. Nee, also da lege ich mich jetzt fest, das sind die Original-Soundfiles aus dem Original. Die Original-Soundfiles aus dem Original. Finde ich sehr cool, dass sie die benutzt haben. Sie hätten auch meiner Meinung nach durchaus was Neues wagen können. Aber gerade in diesem Spiel ist die deutsche Synchro sehr ikonisch, möchte ich meinen. Und deswegen finde ich es irgendwie auch schön zu wissen, dass sie anscheinend die deutsche Synchro so beibehalten haben. Falls das auch für die ganzen anderen Stimmen der Charaktere zählen sollte, die wir noch treffen werden, würde mich das extrem freuen, weil ich mag die Synchro sehr. Ach ja, schön. So, ab geht's. Ja, MediEvil, vielen Dank fürs Spielen. Ich habe zu danken, dass ihr, liebes Entwicklerstudio, das hier wirklich gemacht habt und verwirklicht habt. Ich freue mich jetzt, ich würde mich auch noch freuen, wie gesagt, wenn MediEvil 2 auch noch einen Remaster erfahren sollte und auch sowas wie Frontschweine zum Beispiel. Das wäre halt so, so geil. Oder Disneys Hercules, irgendwie verschiedene PlayStation 1 Spiele von damals. Ha, ja, danke wie gesagt fürs Zusehen und ich freue mich schon auf die Vollversion. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Dave.